Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Es ist soweit, die Nacht ist angebrochen, wir müssten jetzt alles zurück im Basislager sein. Wie wir jetzt erfolgreich auch sind und haben im letzten Part nämlich erfolgreich geschafft, die Brücke aufzubauen, die jetzt da hinter uns ist, die man gerade nicht sehen kann. Ja, aber jetzt geht's erstmal zurück into the base und ja, willkommen zu dem Part. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, erstmal danke für den ganzen Aufruf, weil ich bis jetzt sagen muss, dass Pikmin-Projekt S gut läuft, das kommt S gut an. Danke dazu, ich muss aber auch persönlich sagen, ich habe S viel Bock auf dieses Projekt. Ich finde das einfach richtig wild, ich mag Pikmin. Denkt man es auch so, why not, ne? So. Nachdem letztes Part ein bisschen kürzer war, war zuletzt noch ein bisschen länger. Ich glaube, der ist wieder relativ moderat. So, gerade 3 von 3, Motivation 0 von 0. Passt. Wir haben gesammelt sich Dezerium am Ball und eine erfrissende Schmiere. Sehr schön. Wir haben damit 421 von 651. Fortschritt von 9 auf 13%. Finde ich immer cool, wie man wirklich so Step by Step in dem Spiel weiterkommt. Das gefällt mir einfach richtig daran. Das macht mir richtig, richtig Bock, das Game. Ich glaube, wir sind richtig drauf, auch bald die Vorgänger zocken zu können. So, ah, da fällt mir noch was ein, David. Wenn du Minus drückst und dann die Schnellauswahl öffnest, kannst du mit den Falltasten nach oben, links, unten, rechts und L, was dir eine Funktion zuweisen. Wirklich, kann ich so auch die Sepher-Dokumente zuweisen? Selbstverständlich, dann könntest du sie dir ansehen, wann auch immer du einen schnellen Ratgeber brauchst. Du kannst einem Knopf sogar Aktionen wie Entlasten oder auch Items zuweisen. Die Schnellauswahl scheint mir ein sehr gutes Mittel zu sein, wenn man Dandori verbessern müsste, Insofern, Colin, wäre es hilfreich gewesen, von so nützlichen Funktionen früher zu erfahren. Besser war jetzt als nie, ne? So, man kann die Haupt- und Nebenmissionen sehen. Hauptmissionen sind wir noch gut dabei. Wir haben Russ gerettet. Wir brauchen da noch einige Energiequellen, das ist Bad, das hat noch dran. Und wir müssen natürlich auch noch Captain Oliver finden. Das ist so das oberste Ziel. Dann haben wir eben noch einige Nebenmissionen. Wie zum Beispiel, lass Ozzy alle Fähigkeiten lernen. Das dauert noch ein bisschen länger. Genau, als wir halt alle Hilfsmittel. Das dauert auch noch länger. So, damit wir das Schnellzeugsystem werden wir auch mal zu gegebenen Zeitpunkt auswählen. So, wir sind jetzt an Tag 4 angekommen. Rettungsmission Tag 4. Ozzy ist wieder motiviert wie sonst was. Das ist toll. Ah, aber ich finde das Spiel so... dermaßen süß, dermaßen toll. Ich freue mich so dermaßen, dass ich mir das Game einfach geholt habe, weil ich bis vor kurzem Release einfach mir noch nicht sicher war, ob ich dieses Spiel wirklich holen soll. Und ich bin so undankbar froh, dass ich es gemacht habe und dass ich es geholt habe. Das ist wirklich... So. Also, wir steigen einfach mal auf und holen uns erstmal unsere Pikmin. Wenn der Dose aus sind einige drin inzwischen, holen uns einfach mal. Ja, erzähl ja davon. Machen wir mal 3. Und den Rest holen wir wie gehabt damit auf. Und dann kommen wir auf unsere 30. Perfekt. Machen wir erstmal unsere Daily Bases hier. Einmal das Teil und einmal das Teil. Wie gesagt, das bringt alles in die Pikmin. Holen uns dann hier einfach nochmal 2 raus. Ah, nee, mehr geht gerade nicht. Ja, klar, wir werden arbeiten, ne? Gut, und den Rest erspart mir jetzt einfach mal für heute. Und wir machen einfach weiter mit der Expedition. So. So war's gemeint. Los geht's. Sonnige Anhöhen, let's go. Aber immerhin mal 13%. Das ist schon mal nicht wenig. Eine Sünde, aber ist ja wurscht. So, ich glaube, bei Face kann man Mini ein bisschen nach unten tun, dann. Könnt ihr das sehen, was da beispielsweise, wenn da was eingeblendet wird. Das dem, was eingeblendet wird, ich glaube, das ist deutlich besser. So, sonnige Anhöhen, so sieht es nämlich aus. So, das dauert immer ein bisschen, bis es lädt, aber es ist komplett in Ordnung. Wirklich, ich bin ungelogen so froh, dass ich mir dieses Game geholt habe. Es war wirklich so komplett spontan, dass mir gesagt hat, komm, du holst das mal wieder, das Game. Und du sagst es, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil das Game gewillt ist.
So, hier VR gern und erstmal holen wir uns mal wieder unsere ganzen Pikmin raus. Das ist ja Frickelarbeit, aber das muss halt gemacht werden. Ich könnte mir jetzt auch weniger als 30 holen, aber ich finde es durchaus immer sinnvoll, mit 30 von den Hanseln durch die Gegend zu massieren. So, wir holen uns erstmal die Blume hier ab. Die dauert das in den Fall aus, wenn man mehrere Pikmin draufjagt, dann geht es nämlich erst verdammt schnell. So, wie die auch jetzt mal wieder machen. Zack. So, und hier oben gab es richtig viel, haben wir festgestellt. Da gilt es als nächstes hinzukommen. Und das kommen wir durch die Abkürzung mit der Brücke jetzt relativ gut gewerkstelligen. Wir haben hier was ganz anderes auf, der ist nämlich eine Erdbeere. So, und da wir jetzt mit ihn hier auch so durch die Gegend hopsen können. Können die gleich mal die Erdbeere nehmen, die nämlich wieder Glycerium bringt. Nebenbei auch noch echt lecker ist, die ist mir bis jetzt irgendwie noch gar nicht aufgefallen. Dass ich mir mit R umsehen kann, sind Sachen, die habe ich bereits gerallt. Danke schön dafür. Vielleicht war das darauf bezogen, weil hier noch was ganz anderes oben ist. Spring doch hier hoch. Hat doch gerade auch geklappt. Nämlich das hier. Fabriklabyrinth, so. Der Boden bewegt sich. Verzweifelt versuche ich, einen Weg zu finden. Doch allein gelang es mir nicht. Ich frage mich, ob Moos mir in dieser schwierigen Situation behilfreich sein könnte. Gut, wir haben ein neues Ziel. Auf geht's ins Fabriklabyrinth. Nehmen wir die Empfehlung an. Let's go. Let's go. Oh, 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 oh. Fabriklabyrinth, Ebene 1. Ebene 1 heißt, es gibt da logischerweise, logisch plus gefolgert noch mehr Ebenen. Sehr interessant. Das ist. Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Ort getrennt. Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, David. Du musst dich mit Otzin verständigen, um einen Treffpunkt zu finden. Halt Y gedruckt, um eine Aktion aufzurufen. Wechsel dann mit Hilfe von L zu Otzin. Aha. So, Y. Wechseln. Ah lol, jetzt bin ich der Hund. So, wenn ich so gerne was essen kann. Hä? Ich würde ganz gerne selbst entscheiden, wo ich hingehe. So. Und hier kommen wir uns alles am Treffen. Das ist ganz sinnvoll. Y. Wechseln. So. Kommt mal her, 30 Pikmin. Das ist wichtig, dass wir zusammenbleiben. Und da haben wir ihn doch wieder. Das hat doch mal super funktioniert. Nicht so gut funktioniert die Tatsache, dass wir jetzt irgendwie gar nicht mehr runterkommen. Okay, das ist ein bisschen sehr belastend. Das ist mir nämlich irgendwie gerade auch gar nicht aufgefallen. Aber wir können probieren. Jawoll! Und so funzt es auch. So, was passiert denn, wenn wir einfach mal ein Pikmin hier draufhauen? Und siehe da, die Bänder gehen einfach mal in die andere Richtung. Wer weiß, wie lang das ist. Also mindestens mal lang genug, dass wir irgendwie die Dinge einfach mal mitschleppen können. Die brauchen wir nämlich alle unbedingt. Ach, die Pikmin können da durchgehen. Zulig. Ja, so muss das, ne? So, hier oben ist was für uns sehr ganz interessantes. Aber da kommen die Leute bis jetzt noch nicht hin.
Sehr interessant. Wie bekommt man jetzt den Pikmin da hoch? Vielleicht wenn wir springen. Warte, welche Taste war es? Ah, ne? Toll. Wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wird das später irgendwann klar. Fahren wir mal weiter. Sehbar wäre da oben dann das Skateboard. Was gut zu wissen ist. So. Ja, das Ding tun wir jetzt einfach mal einreißen. So kann es auch einfacher gehen. So, und damals sind gleich was Neues. Aber erstmal will ich ganz gern meine Pikmin allesamt erstmal wiederholen. Nächster Versuch. Um auf die andere Seite zu kommen, perfekt. So. Kommen wir wenigstens. Nee, jetzt kommen wir hier. Das gibt's doch nicht. Hier nicht mehr runter. Und wir gehen alle immer genauso rum, wie man es nicht haben will. Wenn ich das hier umschmeiße. Jetzt hat der, aber der andere geht wieder nicht. Aber es ist auch komplett Wurst. Aber wir können auch einfach eine Abkürzung nehmen. Und den hier machen, so. Und Evola ist mal wieder hier. Jetzt nehmen wir mal alle Pikmin wieder mit. 30 Stück sind wir ja an der Zahl. Und jetzt können wir einfach mal. Let's go. Einen Sprint machen. Hier können wir jetzt auch entlang gehen. Und hier findest du es auch noch. Das ist doch supi. Und jetzt würde ich vorschlagen, wenn es denn da erscheint, zum einfach mal da rein. Möchtest du fortfahren? Auch die Pikmin, die nicht in der Truppe gehören, folgen dir. Passt. Ich will einfach mal wissen, was da jetzt drin ist. Bin neugierig. Eins neugieriger Mensch. So, eben das weiß ich mal schon, aber ich habe mal eben eins noch nicht mal einigermaßen durch. Da weißt du, wo jetzt hier drin gelandet sind. Oh. Hier ist irgendwie jemand gestrandet. Ist hier irgendwer gestrandet? Aha. Ich weiß nicht, ob das Ding böse ist, aber. Bleib doch mal stehen. Ah. Da kann man alles am Zinn werfen. Okay, nichts mehr da. RIP. Den Rest bekommt ihr auch noch was. Ihr müsst ja bitte warten. So. Hier ist doch safe auch wieder irgendwas drin. Let's go. Jawoll. Da ist der Mysterium drin. So muss das. So. Bei da unten ist eigentlich jetzt auch nicht so kacke. Ich glaube, ich werde einfach gleich mal ein paar dahin schicken, ganz fress. Ja, ich verliere doch jetzt keine Pikmin. Was da unten? Das ist eine sehr interessante Art von Pikmin. Das müsste auch mal nach unten zauen. Was ist das? Da sieht man eine an! Da haben wir sie ja, die gelben Pikmin! Halle! Perfekt! Ist es eine neue Pikmin-Art?
Ich werde gleich einmal in Olimars Logbuch nachsehen, ob er etwas bei dieser Art geschrieben hat. Spoiler, er hat's. Gelbe Pikmin. Ich beschloss, den Pikmin mit den Ohren fortsetzen, gelbe Pikmin zu nennen. Mit den Ohren fortsetzen, okay. Aber gefällt mir deutlich besser als Ohren Pikmin. Okay. Elektrizität macht eh nichts aus. Jawohl, die sind der Schlüssel, um an die anderen Dinger dran zu kommen, wo man den Elektrosaun hat. Perfekt. Und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch. Außerdem können sie gut graben. Resistent gegenüber Elektrizität, das ist unglaublich. Woraus bestehen diese Pikmin nur? Jedenfalls können sie uns sehr nützlich sein, aber sei vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Wir haben bisher nur sehr wenige. Macht Sinn, die Dinger dürfen nicht kaputt gehen. So. Jetzt haben wir wenigstens wieder alle und hier nichts verloren. Perfekt. Ich sag ja, irgendwie macht man es einfach seinen Weg so. Und das ist, finde ich, auch mitunter so das Tolle an diesem Game. So. Nein! Hab ich ja Pikmin verloren. Das war wegen meiner Dummheit. Weil ich depp die falsche Taste drück. Aber wo ist das Ding eh gleich wieder da? Jetzt gib mir einfach nur so drauf. Ich will nämlich unbedingt auf die andere Seite und hauen was da, als es so Lustiges befindet. Bei dem ist irgendwie einmal ein Salter. Aha. Gut, hier können die ganzen anderen Pikmin jetzt mal hingehen. Ich habe immer das ganze strategisch gesehen und es muss nämlich... Kann man irgendwie wieder den Schalter wieder aktivieren? Nicht, ne? Und ich nehme für uns jemand ganz Interessantes. Muss man einen anderen Weg finden, aber da sollte man auf jeden Fall hinkommen, weil da ist nämlich wer. Frage ich sie, kommen wir da zum dümmsten hin? Lass mal uns überraschen. Ich glaube nicht, dass mir damit gerade einen einzig sinnvollen Weg verbaut habe, da hinzukommen. Das wäre schon sehr cool. Aber erstmal mobbt eben unsere Pikmin wieder, weil die sind alle wieder irgendwo und nirgendwo und das sollte eigentlich so nicht sein. So, wir machen hier keine Party, Leute, wir haben zu tun. Das sind ja eine Menge Pikmin. Ist deine Truppe im Moment größer als gewöhnlich? Oh, jetzt das Ding ist. Im Untergrund kann man mehr Pikmin als normal haben, wenn man Wilde findet, die einem dann folgen. Ja, das ist doch mir wurscht. Und deshalb ist es ein bisschen außen gereiht, dass dem so ist. So, da ist noch was sehr Interessantes. Irgendwie kann man da nur Pikmin durchjagen und... Das bringt auch nichts. Auch mal ein paar mehr. Noch ein paar mehr. 15 muss es sein. So, weil die kann nämlich die Lupe transportieren. Jetzt ist gereiht, dass es eine Lupe ist. Irgendwie scheint der Weg zu blockieren. Hilft besser, das Hindernis zu beseitigen. Boah, aber ist auch die gelben Pikmin. Ich hätte die austauschen sollen davor. Den sollte eigentlich nichts passieren, aber hier gibt es da nicht mal eine Möglichkeit, die Pikmin auszutauschen. Und ich bin mir unbedingt auch gerade, dass das einzige Pikmin ist, was ich überhaupt noch habe. Sehr belastend. So, wenn wir das Ding schieben. Nein. Da brauchst du mehr Pikmin. Das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen sehr belastend. Weil ich glaube, dass dann irgendwas an der Pikmin so schnell wieder drankommen. Shit, shit, shit. Die ersten beiden sind nämlich hier mal nichts. Es sitzt mir halt auch irgendwie gerade nur eingeschränkt viel. This is not good. This is gar nicht good.
Wichtiges Problem mit dem Pikmin löse, damit wir die Tüte darunter bekommen und dementsprechend so das neue, neuen Gegenstand holen können und wie wir was auch immer es sich da noch befindet, holen können, ob wir das holen können, wie wir das machen. Das seht ihr im nächsten Part von Pikmin 4. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!